Okay, machen wir uns jetzt auf den Weg nach Fatania City. Diese Route hier soll den Fatania-Wald darstellen. Deswegen haben sie jetzt einfach mal so die Laufstrecke von Fatania-Wald nachgemacht. Und ja, mein Pokémon-Instinkt macht sich wieder bemerkbar. Wir haben jetzt zwei Items gefunden. Oder soll ich sagen drei? Ne, zwei. Verdammt. Ah, doch drei. Gut, anscheinend hatten die nicht mehr genug Speicher, um den Fatania-Wald noch als richtige Höhle einzubauen. Aber naja, das sind halt alle alte Color-Spiele, damals war die Technik noch nicht so besonders ausgereift. Aber für dieses Spiel ist die Technik schon ziemlich weit. Denn die haben hier zwei Regionen eingebaut. Das gibt's nicht in vielen Spielen. Eigentlich nur in der zweiten und in der vierten Generation. Gut, und zwar bei ja, Soul Silver auch. Also in der vierten Soul Silver und Herzgold und jetzt in der zweiten Kristall Gold und Silber Edition. Gut, hier können wir noch Zerschneider benutzen, um nach oben zu kommen. Ich möchte noch schauen, was da ist. Bevor wir nach Fatania City reingehen. Wir haben ja die Stadt gleich erreicht. Hier ist ein Item. Ein Elixier, das ist gut. Brauchen wir vielleicht für später. Dann hier ein Häuschen. Hier findet man VM5 Blitz in der gelben Edition. Oder in der ersten Generation allgemein. Bist du Gold? Ich bin der Assistent von Professor Eich. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Professor Eichs Labor ist gleich hier in Alabastia. Okay, werden wir auch besuchen. Ja, und hier kommen wir zur Diktahöhle. Waren wir eigentlich schon in diesem Haus da? Ich weiß gar nicht. Schauen wir mal in diesem Haus rein. Hi, ich bin froh, dich zu sehen. Mich hat schon lange Zeit niemand mehr besucht. Ich bin überglücklich, dass ich hier ist für dich. Ein Nugget. Also falls ihr ein Nugget wollt, hier kriegt ihr eins. Das ist ein Nugget. Ich kann dir keine weichen Ratschläge mitgeben. Das hier muss ausreichen. So, dankeschön. Mann, das ist aber ein freundlicher Mann. Gibt einfach einem fremden Kind einfach ein Nugget. Scheiß Bonze. So. Okay, dann gehen wir jetzt in Fatania City rein. Aber ich glaube, hier gibt es noch ein paar Trainer auf dieser Route. Gibt es auch in der ersten Generation nicht, dass es hier Trainer gibt. Ja, genau, hier ist einer. Warum mögen Mädchen keine Käfer-Pokémon? Keine Ahnung. Frag mich was Leichteres. So, ich glaube, er hat nur ein Smetbo. Würde ich behaupten, ich bin mir nicht sicher. Okay, falsch geraten, Ariados. Ich glaube, dieses Ariados hat dasselbe Level wie das von Janina. Bin mir aber nicht sicher. Aber ich bin mir eins sicher, nämlich, dass es ein One-Hit-Kill wird. Ich hab doch recht, oder Ariados? Ja, genau, Ariados stimmt mir zu. Gut, damit hätten wir auch schon diesen Trainer besiegt. Ja, sinnlos. Du bist auch sinnlos, dass du hier stehst. Und Leute herausforderst, die du nicht schlagen kannst. Meine Käfer-Pokémon sind zäh. Du wirst verlieren. Was? Ich habe das letzte Wort nicht verstanden. Gewinnen meint er wahrscheinlich. Okay, Götz. Ein Bibor, der will ich mit Käfer-Pokémon besiegen, ist klar. Also gut, Surfer. Machen wir es schnell und kurz und schmerzlos. So, ich würde schon mal den Notarzt schon mal rufen, ne? Deine Pokémon kriegen ziemlich was ab. Ja, Smetbo. Unglaublich, als würden wir die Pokémon noch nicht kennen. Eigentlich wäre es cool gewesen, wenn man zunächst die neuen Pokémon alle in Johto eingebaut hätte und dann die Kanto-Pokémon in Kanto. Das wäre viel besser irgendwie. Ja, also in Kanto, nur Kanto-Pokémon wie zum Beispiel Smetbo oder Bieber und in Johto nur Käfer-Pokémon, wie zum Beispiel, ja, was gibt's denn da, Ding, Weberak, oh Gott, und Ariados, die hätte man alle in Johto einbauen sollen, das wäre viel besser gewesen und realistischer, vor allem dem Route 2, Fatania City, Marmoria City. Okay, wir sind jetzt in Fatania City. Willkommen in Fatania City, dem Tor zum Indigo-Plateau.
Kurzbein, ich hatte gerade einen doppelten Espresso und bin total aufgedreht. Ich brauche jetzt jemanden zum Reden, und zwar dich. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich war ein Experte im Fangen von Pokémon. Glaubst du mir? Ja. Also gut, ja, ich war wirklich etwas Besonderes, das kann ich dir sagen. Muss es wenn wir Nein nehmen? Ja, ja, Espresso, ja, ja, man sieht sich vielleicht nicht mehr, ja, ja, ja. Nein. Was, du kleiner Frechdachs? Wenn ich etwas jünger wäre, würde ich dir schon das ein oder andere zeigen. So, hier findet man in der ersten Generation einen Trank, genau hier bei diesem Busch. Hier können wir allerdings nur Zerschneider einsetzen. Okay, hier ist die Arena von Fatania City. Pokémon Arena von Fatania City Leitung. Unbekannt. Der Rest des Textes ist unlesbar. Bis vor kurzem gab es in dieser Pokémon Arena keinen Leiter. Ein junger Mann aus Alabastia ist hier der Leiter geworden, aber er ist oft unterwegs. Echt tolle Arenenleiter. Naja. So, hier ist sein Haus. Hast du dir viele Gedanken darüber, wie du deine Pokémon nennen sollst? Das Tauschen von Pokémon macht mehr Spaß, wenn sie Spitznamen haben. Nein, tut es nicht. Dann kann man sie nämlich nicht mehr benennen. Völlig useless. Das sind Habi. Ein Habitak und Fratzi. Ein Ratzfratz. Fratzi. Verdammt. Okay, was ist das für ein Gebäude? Das gibt's in der ersten Generation nicht. Trainerhaus. Der Club, in dem Top-Trainer kämpfen. Ja, da werfen wir später vorbei. Das ist nämlich das perfekte Haus für uns. Angeberei, ich weiß. Kevin setzt Angeberei ein. Okay, hier ist ein Markt. Da fällt mir ein, wir haben gar nicht den Markt in Marmoria City besucht, aber egal. Warst du schon auf der Zenobo-Insel? Es ist gleich die nächste Insel südlich von hier. Ja, die wurde alle aber inzwischen von einem Vulkan verschlungen. Der Arenenleiter hier ist total cool. Ja, finde ich auch. So, was verkaufst du? Na, super Sachen. In der ersten Generation verkaufen die keine super Sachen, sondern nur Anfängersachen. Okay, hier ist das Pokémon Center. Schnell unser Pokémon. Ich habe gehört, dass die Pokémon Arena auf der Zenobia-Insel verschwunden ist. Ich frage mich, was aus Pyro, dem Arenaleiter, geworden ist. Wo Mimes Willen ist der Arenaleiter von Fatania. Ich will ihn herausfordern. Ja, das ist, was ich gemeint habe. Wenn er irgendwelche Herausforderungen kriegt, ist der Arenaleiter nicht da. Mein großer Traum ist es, Arenaleiter zu werden. Oh. Okay, hier ist ein Surf-Dingens. Hier ist noch einer, den wir ansprechen können. Ich habe gehört, dass man viele Items im Fatania-Wald findet. Haben wir schon gefunden. Fatania City, das immergrüne Paradies. Gut, hier geht's auch noch lang. Gehen wir aber zunächst dort lang. Du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Ja, ja, möchte ich einsetzen. Ich bin wohl in der Sonne eingeschlafen. Ich hatte diesen Traum von einem Tomato, das meinen Schirm fressen wollte. Das ist doch merkwürdig, nicht wahr? Na nö, was ist das? Wo ist das Team hergekommen? Unheimlich! Hier, du kannst zusammen! Okay, das ist Traumfresser. Sind halt Traumfresser! Scheiß Penner. Okay. Gut, das ist Fatania City. Ja. Eine ganz normale Stadt. Mit einer Arena. Ohne Arenaleiter. Okay, und hier ist sonst nichts. Okay. Schauen wir mal nach, wo es hier lang geht. Ach ja, ich würde sagen, wir schauen noch auf die Map nach, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt hier. Und hier ist Alabastia, da wo Professor Eich wohnt. Aber da gehen wir jetzt später hin. Schauen wir zunächst nach, was hier auf Route 22 ist. Ja, sieht aus wie in der ersten Generation, wenn nicht sogar identisch. Wenn nicht sogar mit denselben Pokémon. So, und hier ist auch die Liga in der ersten Generation, bis auf die Ausnahme, dass die Liga in der ersten Generation viel größer aussieht. Pokémon Liga, Siegestraße Eingang.
Okay, dann müssen wir jetzt eigentlich zurückkommen, wo wir eigentlich schon waren. Ja, genau, erinnert ihr euch? Wir sind jetzt wieder in, ja, sag ich mal, Johto. Und hier ist die Siegestraße. Da müsst ihr euch erinnern. Aber hier müsste eine Johto-Musik kommen, oder? Stimmt doch, oder? Jetzt kommt doch eine Johto-Musik. Schauen wir mal schnell nach. Ich will eine Johto-Musik. Ja, Johto-Musik. Obwohl die Siegestraße eigentlich in Kanto ist, kommt hier eine Johto-Musik. Sehr komisch. Ja gut, das war's auch von der Route. Die führt halt zur Siegestraße. Damit kann man halt auch nach Kanto kommen, wenn man durch die Siegestraße hier nach Kanto kommt. Oder durchs Indigo-Plateau halt, ne? Ist ja eigentlich das Gleiche. Gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach Alabastia. Hier gibt es nichts zu tun in Fatana City, das heißt, wir müssen weitergehen. So, jetzt sind wir auf Route 1, die allererste Route, die es gibt. Okay, ja, wir können hier runterspringen, durch die Banden, wie in der ersten Generation auch. Oder wir können hier durchs Gras laufen. Gut, in der ersten Generation gibt es hier keine Hut-Huts. Ja, hier gibt es auch keine Trainer in der ersten Generation, hier allerdings schon. Wenn sich zwei Trainer begegnen, wollen sie sofort kämpfen. Ja, das stimmt. Und da oben ist ein Busch, habe ich gerade gesehen. Machen wir diesen Knirps noch fertig und dann, ja, sind wir in Alabastia. Die Startstadt von der ersten Generation, kann man sagen. Und danach machen wir uns auf den Weg zur Zenobe-Insel. Um zu schauen, ja, was dort los ist. Da ist ja ein Vulkan ausgebrochen. Und das müssen wir auf den Grund gehen. Und ich hoffe, der Arenaleiter hat überlebt, weil der so ein Vulkanausbruch, der macht bestimmt großen Schaden an der Insel. Und hoffen wir, dass der Arenaleiter überlebt hat, sodass wir gegen ihn kämpfen können, weil, ja, ohne einen achten Orden kommen wir nicht weiter in diesem Spiel, ne? Gut, hier ist sein letztes, ein Magma. Okay, das wird ein One-Hit-Kill. Ja, genau, wie ich es gesagt habe, One-Hit-Kill und tschüss, Magma. Okay, Gardos kriegt Erfahrungspunkte und Bia ist besiegt. Ah, oh, ich habe ja erneut verloren. Wieso erneut? Egal. Gut, ich schaue jetzt noch nach, ob da noch ein paar Trainer sind. Da ist noch eine. Hier geht's nicht weiter. Gut, aber hier gibt es eine Trainerin. Du da, willst du kämpfen? Ja, natürlich. Was glaubst du, warum ich dich anspreche? Oh, eine Ast-Trainerin auf Route 1. Okay. Ist wohl hier, um kleine Anfänger platt zu machen, was? Sitze. Oh, Level 38. Ein Eissturm für ihr Visa-Knoss. Und das Level von ihren Pokémon ist schon deutlich besser als die anderen Trainer in Kanto. Aber die ist ja auch eine Ast-Trainerin, die muss starke Pokémon haben. Okay, wir nutzen noch mit Eissturm und das wird ihr Visa-Knosp nicht überleben. Okay, dann kommt ein Starmie. Da setzen wir Nachtara ein. Nachtara braucht auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Ich möchte alle Pokémon auf Level 50 bringen, bevor wir gegen den letzten Arenaleiter antreten. Also den aus Fatana City, meine ich. Oh Mann, meine Lieblingsattacke. Vom Fußstrahl. Ich bin begeistert. So, Nachtara, jetzt triff. Bitte. Danke. Seht ihr, wenn man bitte sagt, klappt. Und ich glaube, Starmie wird es nicht überleben. Oder? Das hat die Attacke doch überlebt. Nein, es kann Genesung. Oh Gott, nicht gut. Nicht gut. Oh nein, Nachtara muss ich wieder aufladen. Okay, ich tausche das jetzt mal aus. Und hole Apollo in den Kampf mit einer Spukball-Attacke. Ich hoffe, jetzt setzt Starmie keine Psycho-Attacke ein. Die wäre nämlich sehr effektiv, weil Apollo ein Gift-Pokémon ist.
Ja gut, aber setzt eine Blubstrahl ein, das ist nicht so schlimm. In der ersten Generation ist Blubstrahl deutlich stärker, kommt mir zumindest vor. Okay, Spukball. Ja, Wonnet-Kill, was ist das für ein Mist? Zu häufig gegen zwei Trainer gekämpft, deswegen habe ich mir angewohnt, immer wenn ich im Pokémon kill, One-Hit zu sagen. Versagt und weg. So, was steht hier auf dem Schild? Rote 1. Alabastia Fatania City. Und hier ist nichts und hier ist auch nichts. Okay. Und hier ist ein wildes Pokémon, ein Astmatika Level 6. Oha. Und wir haben Alabastia erreicht. Gut, schauen wir uns Alabastia an. Ich trainiere auch Pokémon. Sie dienen mir als Leibwächter. Haus von Rot. Okay, Haus von Rot. Schauen wir mal nach. Hi. Rot ist schon seit langem fort. Er hat sich auch nicht gemeldet. Ich habe keine Ahnung, wo er ist oder was er tut. Wenn man nichts hört, soll das ja heißen, dass es ihm gut geht, aber ich mache mir Sorgen um ihn. Rot, dieser Spinner. Diese unreife Spinner. Was hat der denn jetzt schon wieder gemacht? Hey, er hat eine Gamecube. Ich will auch eine. Nee, N64, okay? Mach besser weiter, du hast keine Zeit zu verlieren. Ist was in der Box? Es sieht aus, als wäre er seit langer Zeit nicht mehr benutzt worden. Ach ja, übrigens, ich mache ein bisschen Pause. Bis gleich. Ja, es ist mal wieder Nachsynchronisierungszeit. Ja, mein Camtasia, egal. Ich äußere mich jetzt nicht mehr dazu, wie scheiße Camtasia ist. So, was ist das für ein Haus? Haus von Blau. Schauen wir mal rein. Na, jetzt sprich sie doch an, Mensch. Sprich sie an. Danke. Hi, mein kleiner Bruder. Ist Arenaleiter in Fatania City, aber verlässt die Stadt so oft, dass die Trainer Schwierigkeiten bekommen. Tja, dann sollte er... Mann, das leckt hier ein bisschen. Entweder... Na, Schwede, habt ihr das gesehen? Entweder speede ich hier häufig oder... Moment. Professor, ich Pokémon Labor. Entweder speede ich hier häufig oder es liegt am Emulator, dass das ein bisschen hinterherhängt. Deswegen... Das würde auch erklären, warum die Parts unsynchron werden. Naja. Ja, habt ihr das gesehen? Schon wieder ein bisschen was übersprungen. Ich trainiere auch Pokémon. Sie... dienen mir... Was zum... irgendwie spackt hier bei mir alles. Naja, eine Stätte des Friedens und der Reinheit. Alabastia halt, ne? Gut, sorry, falls es jetzt für den ganzen Part sein sollte. Ich kann es jetzt nicht ändern. Professor Eis Pokémon Talk ist in Kanto nicht, wird in Kanto nicht gesendet. Das ist schade, ich würde es gerne hören. Die Musik, die hängt irgendwie auch hinterher. Die Forschungen des Professors kommen... Nein, nicht so schnell. Arbeite am Pokédex, sehr gut voran. Was? Egal. Habt ihr es gesehen? Schon wieder. Moment, das ist doch nicht normal. Ich schau mal nach, was ich dagegen tun kann. Okay, ich habe jetzt nachgeschaut. Ja, das liegt tatsächlich am Video. Oder am, also allgemein am Video, dass es jetzt so hinterher hängt manchmal. Gold, schön, dass du... Na... Gold, schön, dass du den weiten Weg nach Kanto gemacht hast. Was hältst du von den Trainern hier? Draußen ziemlich stark, was? Nee. Nee, überhaupt nicht stark. Ah, du sammelst die Orden der Arenaleiter von Kanto. Ich kann mir vorstellen, dass es schwer für dich ist, aber du sammelst wertvolle Erfahrungen. Besuche mich wieder, wenn du sie alle hast, dann gebe ich dir ein Geschenk. Streng dich weiter an, Gold. Wie geht es mit deinem Pokédex voran? Mal sehen, in deinem Pokédex steht... Hier sehen 202 Pokémon besitzt 27 Pokémon. Ja. Professor Eis Bewertung. Du wirst immer besser, hast aber noch einen langen Weg vor dir. Wenn du mal wieder in der Gegend bist, dann schau doch mal wieder rein. Komischerweise, ja, beim Dialog war es nicht, ja, hat es nicht gehangen, aber ausgerechnet jetzt, wenn wir laufen, hängt. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht jetzt, seht ihr schon wieder. Diesmal hat er einen großen Teil übersprungen, unglaublich, naja.
Vielleicht liegt es daran, dass wir im Freien sind oder so. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir, dass wir irgendwo spazieren gehen, wo irgendwie der, ja, wo Camtasia nicht hinterherkommt. Das liegt bestimmt am Emulator, nicht am Camtasia. Ah, habt ihr es wieder gesehen? Jetzt surfen wir schon wieder. Auf einmal, unglaublich. Und hier kommt ein Tentacher und ein Radfratz auf einmal, auf ominöse Art, die ich mir nicht erklären kann. Naja, gut, ich glaube, der Part wird ein bisschen kürzer, weil so viel jetzt übersprungen wird. Hier habe ich nachgeschaut, was es hier für Pokémon gibt. Naja, aber ich hoffe, ich kann euch jetzt, ein bisschen was, ja, ein bisschen unterhalten, wenn es jetzt ein bisschen, ja, spackt hier am Spiel. Was zum... hallo... Nein, was soll das? Jetzt, falls ich gewinne. Ja, okay. Kampf-Dingens am Anfang. Aha, sehr interessant. Nein, überhaupt nicht verbuggt, dieser Part. Nein, nein, nein. Das ist völlig normal. Okay, Thea. Wahrscheinlich ist der Kampf auch verbuggt. Okay, sie setzt ein Europe ein. Ein Wasser-Pokémon. Komischerweise sind die Kämpfe jetzt auf einmal nicht verbuggt. Komisch. Wahrscheinlich liegt es mal außerhalb des Kampfes. Aber das ist der Beweis, dass es am Emulator liegt und nicht an meinem Camtasia. Naja, okay, aber, ja, Feuer-Odem wollte ich es schon sagen. Und tschüss. So, jetzt hängt es wieder ein bisschen. Hurra. Alpollo kriegt Erfahrungspunkte. Und noch ein Europ. Hat die nur Europs oder was? Das wäre aber ein bisschen langweilig. Na gut, dann nehme ich X-Bad, genau. So, X-Bad kann ja Gigasauger, deswegen setze ich es jetzt ein. Wir müssen aber aufpassen. Jetzt hat er wieder was übersprungen, seht ihr? Okay, das liegt anscheinend auch nicht am Emulator. Ach, keine Ahnung. Fragt einen Pokémon, aufnehme Profi, der, ach, keine Ahnung, leck mich. Okay, Apollo kriegt 300 Erfahrungspunkte, sehr schön. Was kommt als nächstes? Ein weiteres Europe, ich bin begeistert. Überhaupt keine abwechslungsreichen Pokémon. Ja, setzen wir nochmal Gigasauger ein und killen es wie gerade eben. Ja, schon wieder. Hab's aus Film. Egal, ich sollte aufhören, mich darüber zu beschweren. Und tschüss, Europe. Gut, das nächste ist ein Yugong. Die Entwicklung aus Europe. Wow, nur drei Europes und nur eine Entwicklung. Ich bin begeistert. So, wir müssen aufpassen. Yugong hat einen Eistyp als zweiten Typ. Daher wären auf Eisattacken Step drauf. Und jetzt hoffe ich, dass kein Aurora-Strahl kommt. Und es kommt einer. Wer hätte es gedacht? Ja. Verpackter Sound und eben was übersprungen schon wieder. Okay. Gut, aber der Sound ist... Der passt eigentlich, bis auf das Bild. Das Bild ist unsynchron. Alles passt eigentlich, aber das Bild ist unsynchron. Hm, komisch. Naja. Okay, Thea hat mir besiegt. Ich habe Angst vor einem Sonnenbrand. Ach, wirklich? Tja. Dann kauft ihr eine Sonnencreme. Ach, schon wieder ein wildes Pokémon. Na gut, das speed ich wieder. So. Ja, lauter wilde Tentachas, das ist super. Ich werde die hier jetzt bewusst alle überspringen, weil die einfach nur nervig sind. So, hier ist ein fetter Angler und oh, wir sind jetzt im Weltall gefangen, deswegen war hier jetzt alles schwarz. In einer fünften Dimension quasi. Okay, jetzt kommt ein Tentoxa. Mann, heute läuft aber auch nicht wieder, wie es sonst laufen sollte. Verdammt, jetzt stotter ich hier schon wieder rum. Unglaublich. Willkommen bei Mr. Stotterer, hier auf meinem Kanal. Ja, heute stotter ich keine Ahnung. Heute stotter ich halt, ne? Einfach mal so. Und jetzt setzt er Säure gegen unser Tornotto ein. Ja, sorry, der Part ist heute echt ein bisschen komisch. Aber naja, das ist zum Glück nur dieser Part. Die anderen, die sind wieder synchron, glaube ich. Weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich glaube, dieser Part ist der schlimmste, was die Unsynchronität angeht. Die anderen Part oder die nächsten Parts, die werden wieder etwas besser kommentiert sein und außerdem werden die jetzt nicht, übersprungen.
Aber sonst war es ja auch so, wenn ich die nachsynchronisiert habe, da hat es der Emulator, da hat der Emulator die ja auch nicht einfach so übersprungen, die Bilder beim Nachsynchronisieren. Komisch, komisch. Dieser Part, der hat irgendwie was Komisches, ja. Ich kann es ja eigentlich auch nicht neu aufnehmen, weil ich den Save jetzt nicht mehr habe. Ich habe ja alles mittlerweile übersprungen. Ich habe ja alles nachsynchronisiert. Quatsch, ich habe alles schon vorproduziert. Ja, nachsynchronisiert teilweise auch. Ja, momentan, also aktuell bin ich momentan beim Silberberg. Und jetzt möchte ich halt noch alle... Jetzt möchte ich halt noch Entei und Raikou fangen. Und ja, das ist ein bisschen nervig, weil die Pokémon tauchen nicht auf. Einmal ist mir aufgetaucht, ein Raikou, aber dann habe ich versehentlich... Ja, was heißt die versehentlich? Dann hat mein Golbat es mit Absicht gekillt. Mit einem Volltreffer. Ja, und dann musste ich das Ganze wieder neu laden und seitdem finde ich kein neues Pokémon mehr. Der Vulkanausbruch, ja, ist jetzt ein Jahr... Ein Jahr, na los, der Vulkanausbruch ist jetzt ein Jahr her, oder? Ja, ein Jahr her, genau. Was hast du zu sagen? Zinnoberinsel lebt in einer Höhle auf... Was? Achso, der Arenaleiter der Zinnoberinsel. Ah, lebt auf einer Insel bei den Seeschirminseln, okay. So, hier wieder einen großen Teil übersprungen. Super, danke Emulator, ich liebe dich, beziehungsweise Camtasia, einer von euch beiden ist der Schuldige. Ja, mein Pokémon-Instinkt hat mir hier einen Sonderbomben gegeben. Vielleicht war es auch so als normales Item. Ich weiß es nicht mehr. So, und hier unten, da ist so ein Typ. Sprechen wir ihn an. Und was hast du zu sagen? Gar nichts. Er sagt gar nichts. Ich heiße Blau. Dieser nervige Rot hat mir ganz schön fertig gemacht. Ja, er hat dich fertig gemacht. Okay. Wie dem auch sei, was willst du? Willst du gegen mich kämpfen? Ich sage es nur ungern. Aber ich habe gar keine Lust zu kämpfen. Sieh dich gut um. Ein Vulkan bricht aus und vernichtet auf einen Schlag eine ganze Stadt. Wir werden weiterhin mit unseren Pokémon siegen oder verlieren. Aber wenn sich die Natur hier hebt, ist alles im Nu dahin. Trotz allem bin ich immer noch ein... Arenaleiter, oder? Oder Trainer? Ja, Trainer. Treffe möchte ich gegen ihn kämpfen. Achso, wenn ich einen starken Trainer kämpfe, möchte ich gegen ihn kämpfen. Wenn du gegen mich kämpfen willst, dann besuche mich in der Pokémon Arena von Fatana City. Ich werde mich deiner annehmen. Okay, gut. So, jetzt sind wir irgendwo reingegangen. Wahrscheinlich ins Pokécenter. Ja, genau. Guten Abend, du bist spät dran. Genau wie das Bild im Emulator. Nein, genau das Bild erhalten, ne? So, weißer Bildschirm, super. Ja, wir sind jetzt hier auf der Map. Wir sind jetzt quasi von Marmoria City die Stadt ganz oben links nach unten gegangen. Ja, genau. Jetzt scrollt ihr halt dahin, um euch zu zeigen, wo wir jetzt gelaufen sind. Aber ich hab's euch ja gerade erklärt. Genau, jetzt schließt das Ganze, sehr schön. Ja, jetzt sind wir plötzlich wieder auf dem Meer. Unglaublich, unglaublich. Man könnte meinen, in diesem Part hätte ich alles irgendwie zusammengeschnitten oder so. Habe ich aber nicht. Ach ja, übrigens, das ist hier die Missing No Randstelle, wo man Missing No's fangen kann in der ersten Generation. Und ein wildes Pokémon taucht hier jetzt auf. Nochmal. Ja, Tentaucher, ja. Schon wieder habe ich Tentaucher gesagt. Genau, Tentaucher ist die dritte Entwicklung von Tentoxa. Das wird in der sechsten Generation eingeführt. Ganzen Weg nach Johto zu schwimmen. Genau. Also ich leide momentan gerade so wie ihr mit dem Bild. Ja, ich hoffe, es ist einigermaßen lustig jetzt. Okay, Dimitri, er setzt ein Meryl ein. Ja. Wir haben einen Gyarados dagegen. Meryl hat ja nur Level 34. Das müssten wir ganz leicht killen mit einem Feuerrolem. So, und ich kann euch vorher sagen, mein Gyarados lernt in diesem Part noch Hyperstrahl. Und dann ist es nicht mehr ganz so schwach. Weil ansonsten muss es immer die Wasser-Pokémon, die hier auftauchen, immer mit Feuer oder im Killen. Und mit Hyperstrahl, da kann Gyarados jetzt auch Wasser-Pokémon problemlos killen. Weil Feuer oder mehr nicht so besonders stark ist. Yippie!
Die habe ich Garados eigentlich nur gegeben, um gegen Drachen-Pokémon ein bisschen was ausrichten zu können. So, jetzt habe ich irgendwie wieder gespeedet, aber das Bild kommt nicht hinterher. Ah ja, genau, gut. So, und jetzt haben wir die Seeschauminseln erreicht. Und wir sind da lang gegangen. Ah, da ist noch eine Trainerin. Ach ja, da gibt es ja noch Trainer auf der Route von den Seeschauminseln nach Fuxane City. Besiegen wir die auch noch in dem Part. Du besitzt eine umfangreiche Anzahl. Schwarzer Bildschirm, die Welt ist tot. Die ganze Pokémon-Welt ist untergegangen. Ah, doch nicht. Starmie, okay, wir kämpfen gegen ein Starmie. Ja, gut, Starmie, jetzt kommt der Sound von Garados, super. Und, ja, unser Garados benutzt Feuerrodem, weil es keine Alternative hat gegen Wasser-Pokémon. Warum habe ich jetzt gerade gespeedet? War wahrscheinlich ein Versehen. So, und jetzt? Was kommt jetzt? Ein weiteres Starmie. Gut, jetzt habe ich irgendwie gewechselt, welches Pokémon weiß ich nicht. Okay, Alprolo. Super. Und eine Spuppe-Attacke. Ja, der Sound, der kommt hinterher zum Glück. Aber das Bild ist ein bisschen zu schnell. Gut, Erfahrungspunkte. Und weißer Bildschirm. White Power, alle macht den Weit. Nein. So, hier ist noch eine da oben. Und, ja. Der Emulator, nee, das Bild kommt nicht hinterher. Warum sage ich ständig Emulator? Im was? Wie im was? Was willst du, hä? Was willst du mit deinem was? Okay, Elke, schickt. Was schickst du in den Kampf? Meryl, okay. Gut, jetzt werde ich den Part auch gleich unterbrechen. Ich hoffe, das ist nicht allzu unsynchron. Ich habe den Part ja in 15 Minuten Parts Dinger Stückchen hier abgeschnitten. Deswegen ja, mache ich jetzt gleich eine Pause und ich hoffe, dass es jetzt ab jetzt gleich synchron laufen wird mit dem Bild. Ja, gut. Meryl ist tot. Und jetzt? So, Meryl ist tot. Okay, gut. Wieder Erfahrungspunkte für Garados. Sehr schön. So, jetzt haben wir die zweite Aufnahme erreicht inzwischen. Und es läuft immer noch unsynchron. Verdammte schöne Mist. Okay, ja. Irgendwie haben wir es jetzt mit Feuerodem verschwinden lassen. Ah, nee, da ist es ja wieder. Mysteriös, mysteriös. Dieses Meryl ist mysteriös. So, und jetzt? Haben wir es gekillt. Yippie. Gut, Erfahrungspunkte für Garados. Und jetzt lernt Garados Hyperstrahl, glaube ich. Genau. Und jetzt hat es eine Alternative gegen, ja, Wasser-Pokémon. So, welche Attacke vergesse ich denn? Ich würde sagen, Eissturm. Was habe ich jetzt vergessen? Eissturm, oder? Ja, gut. Eissturm haben wir ja Garados ursprünglich beigebracht, damit es was gegen Drachen-Pokémon hat, aber gegen Drachen-Pokémon haben wir jetzt auch Feuerodem. Von daher brauchen wir Eissturm gar nicht mehr. So, und ich würde sagen, wir testen jetzt einmal den schönen Hyperstrahl gegen dieses arme Lapras. Und ich glaube, das wird ein One-Turn-Kill. Ja, genau. Leg dich nie mit einem Garados an, das Hyperstrahl kann. Das könnte tödlich enden. Oh nein. Okay, ja, hier ist nichts. Und hier ist ein Tentacher, wunderbar. Noch ein Tentacher, weg damit. Hier ist auch nichts, okay. Jetzt haben wir Route 19 erreicht. Sehr schön eigentlich, ne? Jetzt sind wir schon ziemlich weit in Kanto. Das sind jetzt die letzten Trainer in Kanto. Kleines Stück bis Fuxania City. Ja genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also, ne Leute, kleines Stück nach Fuxania City. So, Victor schickt einen Muschas in den Kampf. Okay, Muschas hat eine hohe Verteidigung, aber ich greife es trotzdem mit Hyperstrahl an. Die nicht trifft. Super. Jetzt kommt Aurora-Strahl. Ist normal stark, weil Garados den
Flugtypen mit seinem Wassertypen ausgleicht. Oh mein Gott! Muschas ist abgeschnitten! Hilfe! Ja, wir haben Muschas Zunge abgeschnitten, das ist super. Oder der Emulator. Warum sage ich Emulator? Das Bild meine ich. Verdammt. Okay, was setze ich jetzt gegen das Pokémon ein, was ich nicht lesen konnte? Ja, Austausch. Unser Team-Pokémon im Team Rocket Let's Play. Hallo, Protecti. Ja, jetzt haben wir Tornupto irgendwie eingesetzt. Wegen dem Donnerschlag, vermute ich. Eigentlich ist es eher dumm, weil Austausch eine hohe Verteidigung hat. Aber naja, wenn man sowas live macht, dann passiert einem schon... Oh, war kein Fehler, okay. Ja gut, unser Pokémon hat ja auch mehrere Level über dem Austausch gehabt, deswegen war das ein glatter One-Hit-Kill, auch wenn Austausch eine hohe Verteidigung hat. Ja, trotzdem, es hat die Attacke nicht überlebt. So, hier eine weitere Trainerin. Und die sagt, ohne was zu sagen, Quatsch, die geht ohne was zu sagen in den Kampf. Gut, Clara schickt einen Golking in den Kampf. Einen Golking, genau. Okay, jetzt killen wir mal dieses einen Golking. Und zwar mit Hyperstrahl, genau. Bäm, voll ins Gesicht. Aua, das muss doch wehtun, oder? Ja, ein glatter One-Kill. Unsere Pokémon werden langsam richtig, richtig stark. Also inzwischen schon live habe ich meine Pokémon schon alle auf Level, ja, auf ein gutes Level trainiert. Welches möchte ich jetzt nicht sagen, weil es ein kleiner Spoiler ist. Schwimmen, ich bin ein miserabler. Schwimmen, ich bin ein miserabler Schwimmer. Ich plansche lieber mit diesem Riesenpfütze oder in dieser Riesenpfütze. Genau. Gut, was hast du, Schwimmer? Igor. Er hat einen Seemon, okay? Warum kein Seedraking, du Versager? Und warum auch mit diesem schwachen Level? Du solltest dich schämen. Hier, friss das. Hyperstrahl. Mehr verdienst du nicht. Mehr verdienst du nicht? Das heißt auch weniger verdienst du nicht. Ach, egal. So, jetzt ist hier auf einmal ein Tentakel erschienen. Ohne einen Ball irgendwie zu benutzen. Sehr schön. Ist ja fast so wie in der gelben Edition. Einfach ohne Ball jetzt ein Pokémon rausgeschickt. Ja, jetzt habe ich meinen Gyarados zurückgeschickt und hole Tornupto in den Kampf. Und Tornupto hat fast das doppelte Level wie das von Tentacha. Super, super, Kompliment. Als ob wir noch nie einen Tentacha gekillt haben. Und auf einmal sind seine KP auf 0 runtergegangen. Es hat wohl selber schon sich angefangen zu verletzen, so dass es gestorben ist auf einmal. So, ein Tentoxa, hurra. Tentoxer können wir nochmal mit einem Erdbeben killen, aber ich glaube, das habe ich jetzt mit Donnerschlag gekillt, kann das sein? Ne, auch mit Erdbeben, okay. Und die KP sind auf 0, sehr schön. Und Level Up für Tornupto, jetzt hat unser Tornupto Level 51. Und jetzt kommt ihr letztes, ein Goldini, ist ja richtig putzig. Sie setzt gegen uns ein Goldini ein, gegen den Champion von Johto. Okay, haben wir sanft mit Donnerschlag. So, jetzt haben wir es ganz leicht beendet, den Kampf. Und ohne Pokémon zu verletzen. Ich dachte, ich könnte gewinnen. Tja, das dachtest du wohl. So, jetzt haben wir Fuxane City erreicht. Schauen wir mal nach, ob hier noch ein paar Trainer sind. Nein, nur wieder ein Tentacher. Verdammt. Haben wir gegen dich schon gekämpft? Kann das sein? Nein, auch nicht. Okay. Okay, er sagt nichts zu uns. Er ist wohl schüchtern. Oh. Er geht auch wieder, ohne was zu sagen, in den Kampf. Das ist wohl der Mann von der anderen Tusse da. Ein Remoraid. Und ich merke, gerade oben ist die Schrift ein bisschen abgeschnitten. Da habe ich ein bisschen unsauber jetzt das ganze gewählt von dem Mond her. Verdammt, dieser Part ist super schlecht. Ich glaube, das ist der schlechteste Kristallpart ever. Also, ne, willkommen beim schlechtesten Kristallpart in diesem Let's Play. Hurra, hurra. Und jetzt kommt ein Seemon. Yippie, yippie. Was machen wir jetzt bei diesem Seemon? Was machen wir denn jetzt, Alter? Ich würde sagen, Feuerodem. Hyperstrahl hat keine AP mehr, deswegen... Ja, und auf einmal ist es verschwunden. Komisch. Ist wohl in ein schwarzes Loch geraten. Und Anatolien hätten wir geschlagen.
Anatolien ist eine Region in der Türkei. Ja, auf einmal ist unser Lapras stehen geblieben, auf das wir gerade surfen, was wir nicht haben. Was? Warum drücke ich mich so undeutlich aus? Egal. So, hier ist ein Schild. Was steht da? Na, was steht da? Gar nichts. Okay, gut. Ein leeres Schild. Was? Die Bauarbeiten sind Bienen. Sind Bienen. Die Bauarbeiten sind Bienen. Achso, sind beendet. Jetzt kann ich wieder angeln. Ich bin total verschwitzt. Es ist Zeit zum Schwimmen. Yay. Mitten in der Nacht, genau. Habt ihr es eigentlich schon mal gemacht? So nachts irgendwie im Meer geschwommen oder so? Ist hier bestimmt ganz schön. So, jetzt haben wir schnell unsere Pokémon und dann laufen. Ja, laufen ist nicht so das richtige Wort. Dann schwimmen wir zurück nach... zu den Zinnober... ne, zu den Seeschauminseln und fordern dort Pyro heraus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Pyro-Kampf wird wahrscheinlich auch total unsynchron sein. Verdammt, naja. Damit müssen wir jetzt leben. Okay, dann kämpfen wir halt heute mal, ne, unsynchron, mit unsynchronen Bild gegen einen Arenaleiter. Hatten wir ja auch noch nie, ne? Lauter Premieren hier in diesem Let's Play. Ja, und jetzt? Wieder blaues Bild. Super. Ah, jetzt sind wir da. Seeschauminseln. Okay, Pyro, ich kann mich noch erinnern, als ich gegen dich gekämpft habe im Gelb-Let's Play. Der Heiler. Aber den werden wir auch nicht brauchen. Hoffe ich. Ein Bologna Level 48. Interessant. Ich hätte erwartet, dass Bologna jetzt schneller ist, weil ich dachte, dass Bologna eine höhere Initiative hat, weil es ja ein flinkes Wesen ist, glaube ich. Also, weil es ein flinkes Aussehen hat, sagen wir es anders mal so. Na gut, dann auch einmal Surfer. Und das Bologna ist kein Bologna mehr, sondern tot. Und Level Up für unser Level 46er Turtok. Ein Galopper. Setzen wir mal Relaxo ein. Nur zur Abwechslung. Es hat Level 50. Da kommt jetzt unser Erdbeben. Ich weiß, dass dass Galopper schneller ist als Relaxo. Aber, ja, Relaxo hat eine hohe Spezialverteidigung. Deswegen zieht es jetzt nur so heftig wenig ab. Ja, Feuerwirbel ist wie Wickel. Oh, jetzt greift er mit physischen Attacken an. Bodycheck ist eine. Naja, okay. Jetzt kommt unser Erdbeben. Das wird ihn vom Feld fegen. Reimt sich sogar. Gut, das war sein zweites. Jetzt kommt sein Arcani, sein stärkstes. Da holen wir wieder unser Turtok raus. Dieses Arcani hat Level 54. Heftig. Und er ist sehr schnell. Er benutzt Reflektor, um seine Verteidigung zu erhöhen. Aber Surfer ist eine Spezialattacke. Daher ist Reflektor völlig nutzlos. Das müsst ihr ihn killen. Jawohl, Volltreffer. Sehr schön. Und besiegt Pyro. Mein Feuer ist erloschen. Du hast dir den Vulkan. Okay, es kann losgehen. Kampf gegen Pyro. Ich hoffe, jetzt passt alles. Wow, meine Pokémon und ich sind weh. Ihr seid ein weh, okay. Also, nee, sind wegen des Vulkanausbruchs obdachlos. Was für ein Finger, nein. Aber ich führe meine Tätigkeit als Arenaleiter in dieser Höhle weiter aus. Wenn du mich besiegst, bekommst du einen Feuerheiler. Genau. Und los geht's. Ja. Hier sehen wir Pyro in seiner Kampfstellung. Und auf einmal ist ein Makago erschienen. Einfach so aus dem Nichts. So, jetzt setzen wir Gardos gegen einen. Und greifen wir mit Surfer. Ist vielfach stark, weil Makago ein Gesteins Feuer-Pokémon ist. Und auf einmal sind KP auf 0 runtergegangen. Die.
Das heißt für stirb, genau. Okay, gut, und jetzt dein nächstes Pokémon ist ein Magma, das damals stärkste Pokémon, glaube ich, von ihm, wenn ich mich richtig erinnern kann. Kann aber sein, dass ich falsch liege, ich weiß es nicht mehr so genau. So, dagegen setzen wir einfach auch wieder eine Surf-Attacke ein und ich glaube, es müssten auch One-Hitten. Auch wenn die KP momentan was anderes sagen, aber das muss ja noch nachkommen, das Bild. Genau, wieder ein One-Hit-Kill, sehr schön. Und Level Up für unser Alpollo. Jetzt hat unser Alpollo Level 52. So, und sein letztes Pokémon, ein Galoppa. Ich glaube in der Game-Edition war das damals sein stärkstes. Ich glaube, das ist sogar Level 50. Ach, keine Ahnung, habe ich vergessen. Ihr habt es ja gesehen, ihr würdet es wahrscheinlich schon wissen. So, ich glaube, das wird auch wieder ein One-Hit-Kill, auch wenn der auch wenn das Bild gerade wieder was anderes sagt. Genau, Gallus erhält 1027 EP und Alpollo ebenso. Und damit hätten wir Pyro geschlagen. Gut gemacht. Ich bin ausgebrannt. Hier, nimm den Vulkanorden. 5000 Poké-Dollar für uns. Und wir haben den Vulkanorden erhalten. Dieses Mal habe ich verloren. Aber beim nächsten Mal werde ich gewinnen. Ich werde meine Pokémon-Arena auf der Zinnoberinsel wieder aufbauen. Und dann wirst du erneut gegen mich antreten. Hä, warum ist der Typ da jetzt wieder da? Der war doch voll nicht da. Jawohl, es ist schon vorbei. Sorry, Kumpel. Die Pokémon-Arena auf der Zinnoberinsel existiert nicht mehr. Und ich wusste nicht, wo du steckst. Aber egal. Du bist auch ohne meinen Ratschlag zurechtgekommen. Ja, das stimmt. Ich wusste, du würdest gewinnen. Gut, und was ich jetzt mache, weiß ich jetzt nicht. Ach ja, jetzt fliege ich zurück nach Vertane City. Um dort im nächsten Part Blau herauszufordern. Der Part ist übrigens nicht bei uns synchron, sondern der ist wieder live und nicht nachsynchronisiert. Ja gut, jetzt müssen wir nur nach Vertane City die Region auswählen, was super schwer für den Vergangenheits-Kevin ist. So, jetzt hat er es geschafft, yippie. Und jetzt haben wir uns in einen Golbat verwandelt, yippie. Ah ne, doch nicht. Verdammt, oh. Jetzt haben wir schnell unsere Pokémon und jetzt stelle ich mich vor dem Trainerhaus. Da haben wir nämlich ein paar Sachen vergessen. Aber irgendwie macht es jetzt nicht. Na gut, dann, ah ne, jetzt macht es, okay. Okay, dann bis zum nächsten Part. Ciao. Geht ja schnell, was für ein Luxus. Also bis dann, ciao.